Ich mache dich zu meinem Partner. Gleiche Bedingungen für dich und mich. Es hat keinen Sinn, Joke. Ich habe schon der halben Stadt erzählt, dass ich weiter will. Da muss ich auch abfahren. Ich nehme, wie gesagt, die Nachtpost. Und ich sage dir, dass hier überhaupt keine Nachtpost geht. Natürlich, seit heute Abend. Bestimmt, das ist die neue Linie, die Sie eben eingerichtet haben. Da, ganz fahrplanmäßig. Da kann man nichts machen. Ist ein alter Dickkopf. Müssen Sie denn fort? Ich wäre jetzt doch nur überflüssiges Gepäck, Mr. Michael, Ortler. Wenn Sie sich mal krank fühlen, ein paar Pillen von mir. Danke. Michael. Hoffentlich werde ich Sie nicht brauchen. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Ich habe mir das mal überlegt. Wenn Sie hierbleiben möchten, dann mache ich Sie zu meinem Vertreter. Zu Ihrem Vertreter? Mhm. Ja, Sheriff, das ist sehr nett von Ihnen. Überlegen Sie sich's. Das mache ich. Mal sehen. Miss Dorothea, wo ist denn eigentlich Ihr Vater? Er ist bei der Chorprobe. Ach so, ja, richtig, ich höre. Ich möchte dir übrigens zum Abschied eine von meinen Pfeifen verehren, wenn du magst. Sehr lieb von dir, aber da müsste ich mir erst das Rauchen angewöhnen. Na, dann nochmals vielen Dank für alles. Duke, das ist... Oh, Duke, du hast es nicht vergessen. Das ist nett. Ich brauche aber nur eins von jeder Sorte. Sie werden viel Spaß haben an der Ähnlichkeit. Was sagst du? Ach, das ging mir nur so durch den Kopf. Also lebt wohl allesamt. Lebt wohl, auf Wiedersehen. Komm gut heim. Hallo. Miss Ginny. Ich komme mit dir. Aber Sie haben ja nicht die geringste Ahnung, wo ich hinfahre. Das ist doch egal. Wo du hinfährst, ist es auch mir recht. Michael, seit dem ersten Augenblick, wo ich dich sah, ist etwas mit mir geschehen. Ich sehe jetzt alles mit ganz anderen Augen. Das tut mir schrecklich leid, aber Sie haben mich missverstanden. Du willst mich doch nicht sitzen lassen. Ich kann auch für dich arbeiten gehen. Dann brauchst du doch nichts mehr zu tun. Miss Ginny, ich würde Sie gerne mitnehmen. Aber ich fürchte, es ist noch etwas zu früh für Sie. Oh, jetzt verstehe ich. Du hast schon eine andere da, wo du jetzt hinfährst. Nein, das stimmt nicht. Aber nun warten Sie doch mal. Also Sie verstehen mich ja ganz falsch, Miss Ginny. Glauben Sie an Astrologie? Natürlich. Und es steht etwas für Sie in den Sternen. Ja? Ja, ich habe da gute Beziehungen. Sie werden einem Mann begegnen, einem herzensguten Mann. Und Sie werden an keinen anderen Mann mehr denken. Sie werden ihn heiraten und lange leben und werden sehr glücklich sein, Miss Ginny. Und ich verstehe etwas von den Sternen. Ich danke dir, dass du versucht hast, mich so nett zu trösten. Michael, ich glaube nicht, dass der andere Mann so lieb ist wie du. Können Sie mich nicht mitnehmen, Michael? Nur bis zum nächsten Kreuzweg. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, es muss wohl so sein. Er wird sehr glücklich werden. Hier, Mr. Duke, halt Skipper! Sag deiner Mutter Lebewohl. Mein Kind. Hey, lauft! Der Junge ist bestimmt kein Engel. Aber zu mir könnte doch jederzeit kommen. Ich möchte ganz weit mit Ihnen fahren, Michael. Das kannst du doch auch, Specky. Oh, das wäre fein. Aber Mama würde sich Sorgen machen. Nein. Doch, das würde sie schon. Aber Michael. Wir sind ja schon längst über die Wegkreuzung weg. Ja, das geht schnell. Mama wird aber Angst haben, wenn sie nicht weiß, wo ich bin. Doch, sie weiß es, Becky. Sie hat es vorhin gleich geahnt, wo du hinfährst. Das ist ulkig. Vorhin war ich so müde. Und jetzt bin ich gar nicht mehr müde. Das ist doch nur ein Augenblick. Schau, Specky. Eines Tages hat jedes Wesen auf Erden das Gefühl, es ginge nicht weiter. Sie nennen es nur nicht Müdigkeit. Aber das war nichts.
Und jetzt ist dir genauso. Doch ehe du es ahnst, ist es auch schon vorüber. Hallo, Michael. Jetzt kommen wir nach Hause. Heim.